Also, man muss als Laie vor allen Dingen eins fragen, referiert die Presse die Gegenseite fair in gleichem Umfang? Schreibt sie darüber, wer zahlt? Wer zahlt diese Terroristen? Könnte einer von ihnen 3 Tage aushalten als Terrorist, ohne dass sie Essen bekommen, ohne dass sie geschützt werden, ohne dass sie eine Art Krankenversorgung oder sonst was haben, ohne dass sie die Waffen bekommen, ohne dass sie geschult werden, völlig ausgeschlossen. Kein Bauer kann das, kein Handwerker kann das, niemand kann das. Das heißt, die Geldfrage ist die entscheidende, der muss nachgegangen werden. Machen unsere Leute immer lächerlich, wenn man danach fragt, aber es ist notwendig. Wer bewaffnet? CIA liefert, Türkei transportiert, Israel liefert die Krankheitsversorgung teilweise. Wer bildet aus? Auch das wiederum. Und wem nutzt? Die Fragen müssen gestellt werden. Und wer verfasst die Bekennerschreiben? Solange die Medien dermaßen in der Hand derer sind, die diese Machenschaften sich ausdenken, diese ökonomischen und finanziellen Machenschaften sich ausdenken, ist kaum ein Entkommen. Damit möchte ich schließen. Ich hoffe trotzdem, dass wir noch einen schönen Abend haben. Danke.